Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Colonists, die kleinen Roboter, die sich hier eine Kolonie aufbauen. Hier haben wir die Schafe gesetzt. Ich bin gerade zum Überlegen, ob wir hier vorne, wo der Brunnen ist, nicht die einfach die anderen Häuser machen. Wie breit ist es denn? Langt das, um hier welche rückwärts dran zu setzen? Lass mal kurz ausprobieren. Ja, müsste gehen, oder? Aber unten komme ich nicht hin, oder? Hier komme ich nicht hin. Weil hier ein Termschiff fehlt. Wir können natürlich jetzt einfach hier nochmal zwei hin. Und hier oben zwei. Genau. So machen wir das. Zack. So. So passt das. Das ist gut. So. Ich habe jetzt zur Aufnahme vorher habe ich den Ton ein bisschen leiser gedreht, beziehungsweise den Ingame-Sound, weil ich fand das, also das Spielsound im Verhältnis zu meiner Stimme fand ich ein bisschen zu laut, ein bisschen zu dominant. So, wir haben jetzt hier, warte mal, wir haben vier dazu und das Feld war aber nicht komplett. Dann können wir eigentlich das hier unten noch bauen. Können wir eigentlich doch hier noch ein paar Schafe hinsetzen. Wir brauchen ja eh eine Verbindung hier unten und ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt nutze in diesem Level. Dann bauen wir unten noch ein paar Schäfchen hin. Und nutzen das hier einfach aus. So, wie viel haben wir? Noch 8. Und noch 3. 1. So, 3. So, jetzt haben wir das Ding auf Anschlag. Jetzt produziert er auch genügend Fleisch. So, jetzt müssten wir eigentlich mit unserer Energiezellenproduktion... Mal kurz mal gucken. 8,3 und 6 haben wir. Wunderbar. Sehr schön. So, wir müssen weiter forschen. Das ist unheimlich wichtig. Hier machen wir Construction weiter. Wollen wir mal schön erforschen. Und dann als nächstes müssen wir das Mining machen, dass wir hier in die Eisenmine reinkommen. Zack. Und das dann. So. Jetzt müssen wir noch einen Turm bauen, damit wir hinten den Bereich noch reinkriegen, weil der Stein wird uns wahrscheinlich nicht mehr reichen. So machen wir das. So, hier kommen wir an Kohle. Wobei das die Kohle, das müssen wir auch noch erweitern hier nach unten. Den Bereich brauchen wir noch. Machen wir noch einen Turm. Und zwar... wieso kann ich... Ist es da zu steil oder was? Hey, wieso kann ich denn hier nicht bauen? Ah, Turnier to Other. Ah, okay, verstehe. Na gut, ist ja nicht so. Ups. Der ist zu nah in dem von den anderen Türmchen hier. Okay. Die zwei. Zack. So. Was ich echt gut finde bei dem Spiel, ist halt, diese Transportwege sind ja sowas wie bei Siedler. Die später mit den Schiffsverbindungen erinnert sehr an Anno. Was ich auch sehr cool finde, also dass man da so diese ganzen Parallelen hat. Und so ein bisschen Factorio auch, denke ich mir, später mit den Eisenbahnstrecken. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, Factorio ist doch wirklich ein hart... Oh, sind wir da schon durch, sehr geil. Ist ja noch am... Ach, der ist bei 53%. Bisschen Factorio mit den Bahnstrecken, wobei Factorio natürlich wesentlich komplexer ist. So, hier können wir auf jeden Fall auch noch eine Mine hinsetzen, die dann die Kohle abbaut. Weil die brauchen wir auf jeden Fall für die Schmelze. So, da ist der Turm fertig. Jetzt kommt gleich hier der Turmbot, sozusagen. Und dann haben wir hinten auch dieses Steinvorkommen mit in unserem Bereich. Jetzt kommt hier Holz hin. Zack. Ja, sehr schön. Jetzt kommen wir komplett an das Steinvorkommen. Das heißt, wenn jetzt uns der Stein ausgeht, das wird nämlich demnächst passieren, dann sollte das kein Thema sein. Hier ist ein bisschen wenig. Warte mal, ich werde hier nochmal ein bisschen nachpflanzen lassen. Nehmen wir den Bereich hier oben nochmal dazu. Weil die Bäume müssen ja auch erstmal wachsen, bis sie abgeholzt werden können. Du kannst es vielleicht auch kleinholzen, das weiß ich gar nicht. In kleinen Formen. So, der macht hier oben weiter und dann müsste hier gleich das Gebiet noch erweitert sein.
Dann können wir auch die Schafe umsetzen, dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Was wir, glaube ich, gar nicht brauchen. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf die Forschung warten. 99, 96. Sehr geil. So, noch 4. Was fehlt hier? Holz wahrscheinlich, ne? Da kommen dann demnächst Bretter. Hier wird jetzt gesägt. Zweimal Holz hier ran. Brauche halt 2 Holz für die Sägemine. Jetzt müsste das hier aber... Sehr gut. So, wir haben Construction. So, jetzt brauchen wir Kohlen und Mining One. Genau, das müssen wir jetzt erforschen. Und Residence Stufe 2, weil die brauchen wir nämlich. Wir brauchen jetzt nämlich andere Energiearten. Aber bevor ich das alles umstelle... können wir das schon forschen? Ne, erstmal Mining. So, Start Research. So, jetzt. Bevor ich das alles gleichzeitig umstelle, sollte ich das sukzessive machen. Also, ich habe das schon mal gemacht, als ich das im Livestream gespielt habe. Da habe ich alle Häuser auf einmal ein Upgrade verpasst. Und dann hatte ich nämlich nicht mehr die Stufe 1 Energiezellen, die ich auch noch für die anderen Betriebe brauche. Weil man kann jetzt hier upgraden. Also wenn ich jetzt so ein Haus anklicke, dann kann man hier das Ganze upgraden. Und dann produzieren die nämlich bessere Energiezellen dafür. Und wenn du das alles umstellst, dann hast du auf einmal keine Energiezellen mehr. Ich meine, dieses unser Colony Chip, das produziert auch immer mal wieder Ressourcen nach, allerdings sehr, sehr langsam. Und in unserer Aufgabe geht es ja darum, in einer gewissen Zeit das Monument zu bauen. Das müssten wir jetzt eigentlich schon bauen können. Moment, das ist falsch. Da. Small Monument. Das wäre das, was wir bauen müssen, um dieses Level zu schaffen. Ich kann das ja mal irgendwo hinsetzen. Haben wir schon irgendwo... Haben wir irgendwo einen Platz? Hier ins Wasser. Ja. So. Hier wird unser Monument stehen. Die 2. Zack. So. Die brauchen jetzt hier Planken und Stein. Das dauert jetzt ein Momentchen, aber das können wir die schon mal bauen lassen in der Zeit. Bin überlegen, ob wir eventuell noch einen zweiten Holzfäller bauen. Wie sieht es nochmal mit den Energiezellen aus? Lass mal kurz gucken. 8,36. Wie weit ist die Forschung? 35. Die brauchen ja auch die Planken hier oben. Aber eigentlich müsste das hinhauen. So, der kriegt wieder seine Energiezellen. Steine haben wir genügend. Steine haben wirklich genügend. Hier ist ja alles vollgestapelt. Das heißt, das müsste reichen, um hier die Steine entsprechend reinzuballern. Dann kann er in der Zeit die Plank machen. Wir können auch mal hier die Forschung priorisieren, dass die zuerst das Material kriegen. Das macht vielleicht Sinn. So, wir brauchen auch Kohle. Damit wir die abbauen können, können wir so ein Oberflächengedöns hier bauen. So ein Surface Mine. Na, Level 1. Was machst du denn? So kann ich die... Da, geht doch. Dann bauen wir die nämlich hier nebendran. Dann können die nämlich hier schon mal... Kann er schon mal Kohle ranschaffen und zwischenlagern. Können wir auch vielleicht ein kleines Lager bauen, damit er die Kohle da so einlagert. Aber es scheint zu reichen. Ich weiß gar nicht, wie viel Fleisch haben wir denn zum Beispiel? Wie viel produzieren wir denn vom Fleisch? 8 Stück? Wir brauchen 8. Ne, okay. Da sind wir am Anschlag. Können wir nicht mehr herausholen. Da müssen wir noch eine Farm bauen. Damit das hinhaut. Wobei mich gerade wundert, weil die ja gar nicht hier von Fleisch holen, oder? Ich habe noch kein Fleisch hier rüber transportieren sehen. Eigentlich haben die alle Fleisch auf Tasche. Hm. Ob ich einfach nochmal so ein Hütchen baue? Komm, ich baue nochmal eine Hütte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er das nicht mit einberechnet. Wohin können wir denn? Hier können wir. Sehr gut. So.
baue einfach nochmal zwei Häuser hin. Wo ist denn eigentlich der Brunnen? Da. Wie viel Wasser produzierst du denn? Achso, Wasser ist unendlich. Okay. Sehr gut. Und du baust nicht Stein ab, sondern du baust... Wo holt er denn Stein bitte? Hä? Da hinten? Der geht bis nach da oben? Warte mal. Ich habe da eine Idee. Ach, jetzt baut ihr die beiden Hütten auf. Ich hätte die Hütten vielleicht hier oben bauen sollen. Dann müssen die nicht so lange Wege fahren mit, um das Zeug da hoch zu transportieren. Ich dachte eigentlich, dass du schon mal Kohle abbaust. Komm, wir stellen den um. Wir bauen die Mine. Ist ja... Change Resource. Achso, da müssen wir die Stufe 2 Mine hier haben. Okay, dann lassen wir ihn doch mal eine Zeit lang so bauen. Das passt schon. Haben wir denn irgendwo Stein auf Tasche? Er hat noch Stein auf Tasche. Müsste doch eigentlich dieses Monument hier ohne Ende fertig gebaut werden. Warum kriegt er denn jetzt nicht das Zeug zugeliefert? Weil sie ständig mit was anderem beschäftigt sind. 75%. Ah, der braucht weiterhin 5 Planken. Okay, krass. Er kommt einfach mit den Planken nicht nach. Das ist das Thema. Könnte man vielleicht doch einen zweiten Holzfäller noch bauen. Schafft definitiv die Planken nicht so schnell ran. Komm, wir bauen noch einen zweiten Holzfäller. Machen wir jetzt einfach. Lumberjack. Können wir hier drüben hinbauen? Können wir auch so bauen, ne? Kriegt er von zwei Seiten beliefert und nicht immer nur über die Kreuzung. Ah, er klaut ihm aber immer die Ressourcen, oder? Nee, er bringt es auch hier oben hin. Sehr gut. Wir brauchen, glaube ich, nur zwei Holz, oder? Ja. Kriegt er schon mal Energie da oben rein? Ah, denen fehlt jetzt Fleisch. Wieso holen die das Fleisch hier drüben nicht ab? Das kapiere ich nicht. Oder ist das immer ein optischer Vorrat? Guck mal, die kommen hier nämlich nicht ran an diese Dinger. Interessant. Naja, er baut jetzt auf jeden Fall hier oben Holz ab. Ist okay. So, Mining haben wir. Sehr gut. Das heißt, wir setzen jetzt mal ein paar Häuser, werden wir jetzt mal in die Stufe 2 bringen, damit die großen Energiezellen produzieren. Ich würde sagen, wir nehmen die unteren 4 hier. Und machen hier erstmal ein Upgrade oder erstmal 2. Weil es kostet uns wieder 5 Planken. Ich glaube, die Kreuzungspunkte sind hier wirklich voll mit dem Material. Wenn man hier guckt, das müssen die erstmal wegbringen. Die stapeln es aber auch übereinander. So, was müssen wir hier noch erforschen? Brauchen wir denn überhaupt noch eine Erforschung? Mining. Gold und Quarz. Brauchen wir eigentlich nicht. Mining Speed. Das ist gut. Weil diese Aufgabe, die man pro Level hat, das geht auf Zeit. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die... Das hier? Mission Call. Build a Base Monument. Genau, wenn wir es in 9 Monaten schaffen. Wir sind es im 4. Monat, Tag 26, haben wir jetzt 50%. Wir könnten das Gold schaffen. Also in praktischer Zeit, die dann uns die Goldmedaille geben würde. Bin mal gespannt, ob es später ein Endlosspiel gibt. Also man kann auch diese Level hier weiterspielen. Das geht. So. Den können wir auch upgraden. Dann würde er nämlich schon mal Kohle abbauen. Hätte Fahrradkette. So. Jetzt brauchen wir Alkohol. Genau, die brauchen Alkohol. Habe ich total vergessen. Damit die nämlich... das ist die dritte Zutat. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier, wir brauchen diese Orcards. Und die können wir eigentlich hier hinbauen, oder? Hier haben wir schon unsere Mine.
Welche so gegenüber? Passt das da hin? Passt hier nicht hin, ne? Hier und dann darüber oder hier oben? Hier vielleicht und da oben den Hain. Aber wir brauchen relativ viel Platz. Diese Bäumchen. Was haben wir denn hier? 2, 4. Passt das da hin? Probieren es mal. Achso, dann brauchen wir aber auch noch hier die im Cider Press, also die Stelle, wo praktisch. Können wir es hier hinten hinbauen? Aber dann laufen sie so quer. Wir können aber hier eine Querverbindung bauen. So machen wir das. Können wir das hier sowieso mal verbinden? Dann haben sie hier die Möglichkeit, einen Ausweichweg zu gehen, gegebenenfalls. Ja. Dann fahren nämlich hier oben rum. Was fehlt hier? Stone. Gut, der hier baut. Den habe ich jetzt schon, den schicke ich nach oben, damit er die Kohle abbauen kann, ne? Start Upgrade. Ne, es lohnt sich schon nicht. Was habe ich denn hier für eine Ressource nochmal eingeschaltet? Auch Stein. Dem fehlen aber Energiezellen. Aha. Guck mal, die hier vorne produzieren überhaupt keine Energiezellen, weil einfach nicht genügend Energie produziert wird. Ja klar, die beiden habe ich ja gewandelt. Das heißt, es sind noch weniger Zellen dafür da. Moment, wir haben aber 2, die Holz abbauen können. Dann könnte ich das Ding schon mal auf Stufe 2 upgraden. Dann brauchen wir wieder 6 Planken, 6 Steine. Ja, warte mal, jetzt warten wir erstmal ab. Ah, jetzt kommt Fleisch von hier drüben. Guck mal, jetzt brauchen sie auf einmal Fleisch. Zum ersten Mal, dass ich sehe, dass sie hier Fleisch rüberholen. Da kommt Stein. So, wir sind im Monat 5, Tag 11. Ich glaube, ich stehe so mit einer kleinen Sackgasse gerade. Na, wird schon hingehen. Acht Planken, 8 Steine. Das Ding hat Priorität hier. Der braucht Steine. Können wir hier Prioritize machen? Brauchen hier eigentlich die Forschung. Ah, die ist schon durch. Sehr geil. Construction Speed. Es fehlt eigentlich eher das Material. Mining Speed. Brauchen sie aber Werkzeuge zu, das bringt nichts. Das können wir hier nicht forschen, weil wir hier die Werkzeuge brauchen, beziehungsweise ja doch Werkzeuge. Military kommt auch noch, genau, man kann auch später noch PvP machen, aber es ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Jetzt sind wir eigentlich hier soweit durch. Construction Speed können wir noch machen. Da brauchen wir wieder 10 Steine, 10 Bretter. Also alles, was uns wieder blockieren würde. Ich glaube, das hier haut ganz gut hin. Ja, komm, noch 2 Steine, dann haben wir's. Und dem fehlen die Batterien hier oben. Ja, das Upgrade dieser Häuser hätte ich mal aufschieben sollen. Bis die Grundlagen dafür geschaffen sind, überhaupt in diesen Häusern was zu produzieren. Weil im Moment sind diese Häuser praktisch nutzlos. Weil mich gerade wundert, dass die hier nicht mit Fleisch und Wasser befüllt werden. Warum die kein Fleisch und Wasser kriegen, obwohl hier genügend Fleisch übersteht. Ach doch, es wird Fleisch rüber transportiert. Interessant. So, das Ding ist fertig. Dann können wir jetzt endlich die Felder setzen. Und 10 Felder müssen wir setzen. So, jetzt haben die volle Leistung. Und jetzt die Cider Price. Die kriegt auch Priorisierung. Dann kann er nämlich direkt den Stein drüber hinsetzen. 43 Stein kann er hier prinzipiell noch rausholen.
Und das heißt, unser Experte hier wird auch priorisiert, dass er den Stein am meisten abbaut. Ihr seht schon, wie das Ganze zusammengreift und wie schnell man sich in eine Situation bringt, wo an einer Stelle nicht mehr Sachen produziert werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.